Hi ho Leute und willkommen zurück bei Dishonored. Letztes Mal haben wir ja noch hier im Keller bei dem den Foltermeister gefunden, den ich leider umbringen musste, was mich noch ein bisschen ärgert, denn ich wäre hier gerne durchgekommen, ohne den zu töten. Aber naja, da hat ein Betäubungsfall für nicht gereicht, hatte ich da wenig andere Wahl. Und jetzt wird es Zeit, dass ich wieder zusehe, dass ich hier wieder rauskomme. Leider habe ich noch keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Wobei, hier könnte man vielleicht durch. Sieht auch schon mal gut aus. Da ist auf jeden Fall noch was für Geld. Kann ich auch mal wieder schauen, wie viel ich da jetzt eigentlich habe. 600 ist nicht so viel. Na gut, wahrscheinlich brauchen wir auch nicht mehr so viel. Ich habe seltsame Geräusche vom Ende des Ganges gehört. Die kommen wohl aus den Räumen des Foltermeisters. Der ist eine wandelnde Missgeburt. Gehen Sie ihm einfach aus dem Weg. Das macht jeder. Das stimmt nicht mit ihm. Er ist stumm. Und das hier ist für den Folterregel. Meine, den kaiserlichen Befrager. Oh nein, warum muss ich ihm das bringen? Er ist harmlos, solange du nicht vorgesehen bist zur Hinrichtung oder zum Verhör. Er ist so seltsam. Arbeitet immer an geheimen Dingen. Und er ist ein brutaler Hund. Vertrau mir. Er ist zahm wie ein Lamm. Jetzt bring ihm sein Essen. Ja gut, dem Foltermeister haben wir ja einen Besuch abgestattet. Warum? Achso. Ja, das wird auch direkt als erfolgreich markiert, nachdem wir da jetzt von gehört haben. Gut, dass wir hier mal alle möglichen Schlüssel haben. Schlüssel zur Küche des Dunhall Towers. Aha. Da ist schon wieder einer. Na super. Sind hier noch mehr? Wo bin ich denn hier? Versuchen wir einfach mal, den zu erwischen. Ah, scheiße, ich habe losgelassen. Oh, ich werde dich finden. Jetzt muss ich zwangsweise laden, weil das ist natürlich ein bisschen scheiße. Ich habe auch von Leuten gehört, die sich hinstellen und gesagt haben, sie machen ein Let's Play, wo sie versuchen, komplett nicht aufzufallen. Also im Endeffekt alles als Ghost-Modus zu schaffen. Dann gibt es ja. Finde ich persönlich auch interessant. Wäre, glaube ich, bei mir, wenn ich das komplett in jede Situation versuchen würde, würde ich teilweise, glaube ich, sehr, sehr häufig laden. Was dann natürlich auch wieder uncool wäre, wenn ich irgendwie an einigen Stellen Stunden zubringe, vor allem am Anfang, wäre das persönlich, glaube ich, nicht so cool gekommen. So, jetzt die Frage. Da ist der Hauptausgang. Wir speichern Quicksaven vorher nochmal, denn ich weiß noch nicht, wie es dahinter aussehen wird. Feuern Brandpfeile ab, ja. Jetzt heißt es. Oh, Scheiße, hier sind ganz viele Fische. Stück, ja. Glück gehabt. Was ist passiert? Hast du was vom Kopf bekommen? Dafür, Kollege. Ich glaube, wir werden auch wieder hier gucken, um rauszukommen. Ich erhoffe mir jetzt einfach mal die Möglichkeit zu sagen, ich nehme hier so eine Ratte und schaffe damit ein gutes Stück. Der scheint immer noch aus zu sein. Sieht gut aus. Ja, wir kommen hier mit gut voran. Jetzt muss ich nur bis zu der Kante dort noch kommen. Hoffentlich. Dann kann ich mich hier hinter verkriechen. Da unten ist Samuel. Da muss ich noch weiter. Scheiße. Ja, wieso komm jetzt bleib nicht da drin stehen, du Idiot. Bei, aber hier oben, hier sind wir wieder, genau. Hier bin ich ja sogar reingekommen. Das heißt, hier dürften wir tendenziell auch wieder rauskommen. Hier verwende ich mal wieder den. Da ist gerade keiner zu sehen, sehr gut. Die nicht zu übermütig werden, aber das kann so funktionieren. Stimmt ja.
So war ich hier reingekommen. Und da bist du. Da ist einer. Da ist keiner. Gut. Diesmal gedrückt halten, ja. Seitentür der Schleuse. Hältst du? Jetzt kann ich ihn da nicht mehr wegholen, oder was? Na toll. Das ist die Frage. Was geht es mir wohl, wenn ich hier einfach ins Wasser springe, ne? Sehr gut. Das ging erstaunlich gut aus. Jetzt können wir wieder abhauen. Ich glaube, wir haben ein oder zweimal Alarm ausgelöst und einen Menschen getötet. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ist alles vollbracht? Sollen wir zurück zum Houndpits Pub? Ja, mein Freund. Ab nach Hause. Scheiß auf das Geld, das ich zurückgelassen habe. Dann wollen wir mal. Ja, gut, ich habe 3 Limit, aber allgemeiner Chaos-Faktor niedrig. Tschakka! Ich habe es wieder hinbekommen. Gut, Gold habe ich nur 382. Hier gab es aber nicht ganz so viel. Knochenartefakt habe ich gar keins mitbekommen. Naja. Dafür haben wir das Ganze friedlich gelöst. Zwei wurden entdeckt. Oha. Das war doch nochmal gut. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es weitergeht, weil wir den Lordregenten ja schon ausgeschaltet haben. Sorgen. Eigentlich müsste es das nicht sein. Kleine Leute wie ich haben es immer am schwersten. Aber diesmal ist es anders. Der Lordregent ist Geschichte, der Orden hat einen neuen Oberaufseher, unser Werk ist fast vollendet. Die anderen sind in der Bar. Vermutlich wollen sie ein Glas auf sie erheben. Ich werde draußen bleiben, die richtige Gentleman. Nachdenken, solange wir die Zeit haben. Mein Glückwunsch, Corvo. Danke, mein Freund. Es war ein Vergnügen, mit dir zusammenzuarbeiten. Mann, seien Sie vernünftig! Ich springe hier doch nur rum. Was ist aus Neugier? Das macht so nichts. Warum ist mein Messer nicht so blutverschmiert? Kann ich mit ihm hier mal noch reden und kaufen? Nur so aus Neugier. Na gut, er ist wahrscheinlich auch drin, wie der Rest auch. Er wird ja auch mit uns zusammen feiern, dass wir es geschafft haben. Achtung, Corvo! Jeder sagt, du hast was Gutes getan. Burroughs, einst als Lordregent bekannt, ist nicht länger im Amt. Sein korruptes und oh, wie schön. Unglaublich, er hat es geschafft. Es verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die Stadt. Die Tyrannei ist vorbei. Morgen um diese Zeit wird Emily auf dem Thron sitzen. Danach waschen wir ihren Namen rein und setzen alles daran, die Stadt wieder aufzubauen. Ich wünschte, es gäbe eine richtige Stadt zu regieren. Der Großteil von Dunmore sind Ratten und Leichen. Der Admiral hat recht. Corvo, Sie haben gute Arbeit gemacht. Wir haben untätig zugesehen. Unsere Arbeit beginnt morgen. Ruhen Sie sich heute Abend aus. Morgen krönen wir eine Kaiserin. Auf Corvo! Den Mann, der den Lauf der Geschichte verändert hat. Auf Emily Caldwin und den neuen Morgen, der für Dunwall und das Kaiserreich anbricht. Und sie sitzt da hinten und malt. Sie braucht höhere Mathematik, Hofprotokoll und natürlich Kosmologie. Besten Sie sich. Können Sie ihr das lehren? Wir brechen morgen auf, oder? Natürlich. Ich weiß nicht, ob ich zurück will. Ich kann doch von überall regieren. Vielleicht von einem Schiff. Sie sollte uns allen vertrauen. Vertrauen Sie mir denn, Geliste? Gibt es einen hübschen Wald, der nur darauf wartet, dem Schiffsbau zu dienen. Endlich wieder eine Kaiserin auf dem Thron. Blaues Blut. Was war das denn gerade? Das war sehr... ein sehr komisches Effektgefühl-Ding. Achso, das war die Musik. Entschuldigung, Leute. Mit Campbells Tagebuch kontrolliere ich den Orden. Doch, dafür muss ich zahlen. Ich werde dieses dunkle, todlose Gebäude vermissen, wenn wir wieder im Haus sind. Was zum... Moment mal. Was ist das? Oh Gott. Dreht sich ja alles. Ich glaube, wir sollten es lieber wirklich hinlegen. Ich war wohl ziemlich anstrengend, die ganzen Sachen so. Da kann man hier nochmal schauen, ob er irgendwie wieder den Frauen hinterherstellt. Überhaupt irgendwo zu finden ist, aber sieht mir eher nicht so aus.
Warmes Bad wird uns sicher auch gut tun. Da ist kein Wasser drin. Schade. Wow. Doch lieber zum Bett. Doch lieber zum Bett. Schnell zum... Wo war das Bett? Da war das Bett. Schnell einfach hinlegen. Da auf dem Bett liege ich, dann ist das Umfallen nicht mehr so unangenehm. Oh Gott. Oh. Schnell weiter und... Samuel, Sie wirken, als hätten Sie getrunken. Hat das Gift gewirkt? Ist er tot? Es sollte gewirkt haben. Hat mich ein Vermögen gekostet. Jawohl, Sir. Ich glaube, Corvo ist von uns gegangen. Was? Ganz wie gewünscht. Sehr gute Arbeit. Wir brauchen den Körper nicht vergessen. Wenn wir mit der Leiche des Attentäters erscheinen, werden wir gefeiert. Gefeiert wie Helden. Die Schweine uns etwas verkauft. Das verleiht uns die Berechtigung. Wir werden diejenigen sein, die den Lordregenten gestürzt und seine Attentäter getötet haben. Sie achten auf die Leiche, Samuel. Ja, Sir. Was für Schweinepriester. Die haben uns ja wohl eiskalt verkauft. Es tut mir schrecklich leid, Corvo. Aber ich gab ihnen nur die halbe Dosis. Sie haben mich überwacht, das war alles, was mir einfiel. Ich denke, sie sind stark genug, um es zu überleben. Ich werde sie auf ein Rettungsboot bringen und abhauen, bevor sie erfahren, dass ich mich ihnen widersetzt habe. Falsche Schlangen. Nach Erfüllung meiner Aufgabe hätten sie mit mir das Gleiche gemacht. Ich hoffe, sie wachen auf und finden einen Weg aus dieser verfluchten Stadt. Solche Arschlöcher, das wird die Welt auch noch den Kopf kosten, da bin ich mir sicher. Von Havelock, Martin und Panel betrogen wurdest du im letzten Moment vom Schiffer Samuel gerettet. Er ließ dich in einem verfaulten Bezirk Dunholz zurück. Oha. Und noch dreht sich immer noch alles. Überschwemmter Bezirk. Kann ich mir schon ahnen, was ich hier erwarten darf. Nämlich ganz viele Heuler und Ratten und so. Oh, der bei der Kaiserin allzu stark. Das sind die Attentäter. Tivianisches Zeug. Das Werk eines Anfängers. Er überlebt. Bald entscheidet. Das ist dieser Assassinentyp, der die Kaiserin umgebracht hat. Für unsere Bezahlung. Für Bezahlung. Das ist wahrscheinlich so eine Art Assassinenkult oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall haben die auch alle die Fähigkeiten, sich zu teleportieren, so wie die wir haben. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Old Company. Ist groß, Leibwächter. Wer ist das denn? Ich erkenne das Zeichen auf ihrer Hand. Ein Geschenk von ihrem Freund, der im Dunkeln zu ihnen spricht. Der spricht, wenn sie seine Schreine besuchen. Auch ich habe diese Schreine besucht. Ich weiß, wie es sich anfühlte, eine Klinge in die Kaiserin zu stechen. Aber sie kenne ich nicht. Wer sie sind und für wen sie kämpfen. Sie sind ein Rätsel. Das erlaube ich nicht. Mein Schwert. Oh no. Wir hätten noch drüber reden können. Wo bin ich? Oh Gott. Das ist doch schon wieder dieses Gebiet des Outsiders, oder? Hier bist du nun endlich. In einer untergehenden Welt. Ein Gefangener des Mannes, der deine Kaiserin getötet hat. Des Attentäters Daud. Deine Freunde vergifteten dich und warfen deinen Körper in den Fluss. Haben sie es getan, um sich zu schützen? Damit niemand erfährt, was sie getan haben? Oder war es, weil sie nur einen Schritt davon entfernt waren, ein Kaiserreich zu kontrollieren?
wissend, dass du sie nie Emily manipulieren ließest. Vielleicht keins von beiden. Vielleicht liegt es einfach in der menschlichen Natur. Eine Ratte. No, kleine Ratte. Also. Flieh aus der Gefangenschaft. Na super. Wo der den Punkt... Das habe ich noch überbehalten, sonst habe ich nichts mehr. Eine Verbesserung habe ich noch. Nicht mal was zum Heilen habe ich. Dann wäre es jetzt vielleicht doch interessant, sich zumindest noch mal was für mehr Gesundheit zu holen. Und was soll ich sagen? Übrigens, beim Punkt, wo den Punkt mit Kontrollieren angesprochen hat, da musste ich sofort an die Tribute von Panem denken. Das habe ich kürzlich gesehen. Und war ziemlich... Also der Demo hat mich da ziemlich dran erinnert, so vom Effekt her. Was Kriecher? Was ist das denn für ein... Rattentunnel benutzt? Aha. Nee, ich wollte schon hier drin bleiben. Da geht's runter. Ach, das, so funktioniert die Rattentunnel, okay. Wie aus der Gefangenschaft, das haben wir geschafft. Wie weit komme ich hier? Ne, wir wollen jetzt hier mal zurück. Rüstung. Zu deiner Ausrüstung. Ausrüstung ist natürlich erstmal interessanter. Da oben ist noch ein Knochen, aber der hat das wahrscheinlich in der Nähe der Ausrüstung. So. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Da finden wir was zum Heilen. Sehr gut. Und Dinge für mehr Heilen und Geld. Ja. Auf jeden Fall anfangen zu schleichen. Ich will auf zwangsweise zu meiner Ausrüstung zurück. Weil ohne wird das schwierig. Säbel des Aufsehers, da haben wir zumindest schon mal wieder eine Waffe. Bricht ein Daut. Dies ist ein Musikinstrument, das der Aufseher an seiner Brust festgebunden hatte. Als es noch funktionierte, konnten wir uns weder teleportieren noch andere Personen zu uns ziehen. Sie sollen uns genau teleportieren, Personen zu uns ziehen. Was ist das denn für ein Effekt? Notizen zu Corvus Kopfgeld. Daut. Corvus im Besitz dieser Maske zu finden. Wäre sicher kein einfach zu bewerkstelligen Komplott gewesen, doch jetzt. Hat der neu ernannte Lord Regent Havelock verkündet, dass er Beweise hat, der die Kurve mit dem maskierten Verbrecher in Verbindung bringen. Das Kopfgeld beträgt 30.000 Münzen. Aber sollte Kurve tatsächlich der Maskierte sein und all die Dinge verbrochen haben, die auf den aufgehängten Steckbrief zu lesen sind, erwarte ich eine Verdopplung, da wir ihn lebend haben. Sollte es uns sogar gelingen, noch mehr herauszuschlagen. Was Slackjaw angeht, so haben wir ihn eine Woche lang beschattet und waren gerade bereit zuzuschlagen, als er auf einmal spurlos verschwand. Vielleicht hat er die Stadt verlassen. Aha. Mehr Dinge für Regeneration. Sehr wichtig. Kopfgeldliste. Aha. Corvo. Verweigert. Auftraggeber liquidiert. Bots. Elisabeth entführt. Übergeben. Sellard, wer auch immer Sellard war. Oder ist. Ist nur irgendwas dabei? Nein. Aber wenigstens haben sie uns unsere Maske gelassen. Und wie kommen wir jetzt? Achso, da hinten geht's noch weiter. Erstmal immer weiter nach oben. Da ist einer. Da sind zwei. Der Hals da ist. Ja, super. Den habe ich gesehen. Ja, Zeit zum Laden. Dass der mich gesehen hat, ist natürlich nicht so cool. Da habe ich auch nicht gerechnet, dass da schon mehrere sind. Super. Hoppala. So, jetzt siehst du mich nicht mehr. Da ist einer, da ist einer. Wie soll ich das denn schaffen? Klappen. Oder auch nicht.
könnte vielleicht. So etwas machen. Versuchen sie damit anzulocken. Da sehen wir gerade, wie er sich hier hochlehnt. Ups, jetzt bin ich hier runtergefallen. Das wollte ich nicht. Und habe mich an eine Stelle gebracht, wo ich noch nicht mehr wegspringen kann. Zum Glück kann ich mich wieder teleportieren. Das ist schon praktisch. Ah, da war die Treppe kaputt. Die Frage ist, ob ich da irgendwie noch dran vorbeikomme. Puh, nicht schon wieder runterfallen. Wie soll ich die beiden nur umgehen? Was macht ihr denn noch so? Da seid ihr gerade. Ich weiß es nicht. Da ist was, was interessant aussieht. Oh, jetzt bin ich runtergefallen, anstatt es mir anzugucken. Das war natürlich uncool. Wie soll ich das jetzt nur hinbekommen? Ohne die zu töten, wie soll das nur klappen? Mich nicht vielleicht hinstellen oder irgendwie hier so verbinden. Ja, das habe ich alles nicht mehr, meine Fähigkeiten. Jetzt habe ich mich lieber wieder verdrückt, bevor der mich sieht. Was habe ich denn überhaupt so? Kriege ich damit irgendwas hin? Klar, ich könnte einfach mal ihn übernehmen. Ich hoffe, von alleine drauf kommen kann. So, dann können wir doch einfach hier rausgehen. Und ihn bewusstlos machen. Den werden wir los. Mal sehen, ob wir den Kollegen da drin dann auch gleich noch bekommen. Oh, vielleicht kommt er aber auch raus. Ich hoffe nicht. Abgesehen davon, dass er gerade ziemlich doof aussieht. Beweg dich. Könnt ihr nicht finden. Und jetzt können wir hier noch gucken, ob hier noch was interessant ist. Polymorph-Auftrag. Rinaldo, verrichte deine Arbeit, wie es dir gesagt wurde, und stelle nie wieder meine Pläne in Frage. Ja, die Frauen, die sich in der Ruine des Polymorph-Anwesens treffen, besitzen Fähigkeiten wie du. Und ja, sie streichen ihre Vorfälle mit Gift an. Aber genauso wie du meine Fähigkeiten teilst, dich über große Entfernungen hinweg zu triplieren, hast du auch meine Immunität gegen bestimmte Gifte vererbt bekommen. Wie ich es dir bereits sagte, als du damals zu uns gestoßen bist, Girl, die... Neuen Notiz zum Tagebuch hinzugefügt. Das heißt, das werden wir vielleicht irgendwann nochmal wiederfinden. Vorher wollte ich ja noch ein bisschen Zeug finden. Wenigstens wieder ein bisschen... Na, jetzt bin ich zu doof, die Münzen zu finden. So. Jetzt sind wir zumindest daraus entkommen. Ich könnte vielleicht noch überlegen, ob ich da oben irgendwie hochkomme. Aber ich glaube eher weniger.
Naja, egal. Trotzdem sind wir erstmal gekommen. Und damit werden wir dann beim nächsten Mal weitermachen, wie wir hier den Weg zu unserer Ausrüstung zurücksuchen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bis dann, Leute. Macht's gut.